Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Seesaal. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Seesaal. Wieder ein neues Video aus dem Hause Gerhard Spielen Design. Ja, viele dieser Spiele, da oben steht eine ganze Reihe, habe ich euch schon vorgestellt. Abstrakte Spiele, hochwertige Spiele, made in Germany, teilweise handgefertigt. Das hat natürlich seinen Preis, aber viele sind bereit, diesen Preis zu bezahlen und schätzen auch den ja durchaus familiären Betrieb bei Gerhard Spiel und Design. In diesem Video stelle ich euch Seesaal vor und Seesaal ist ein Spiel für eine Person. Ja, mal wieder ein Solospiel. Logikspiel, das gibt es auch bei Gerhards. Viele Zwei-Personen-Spiele habe ich euch schon vorgestellt. Aber auch Familienspiele gibt es beim Verlag. Aber heute ist mal wieder ein Solospiel an der Reihe. Ein Logikspiel. Bunt und sehr knifflig. Ab 10 Jahre steht jetzt hier. Spielbrett, massive Buche, geölt, schwarze und farbige Spielsteine aus Holz, lackiert und nummeriert. Wie man es gewohnt ist, auch von der Verpackung quasi auch jetzt. Was das Element dann angeht, natürlich ökologisch und nachhaltig, wie gewohnt in so einer Verpackung. Hier seht ihr schon mal das Material. Autor, will ich nicht vernachlässigen, ist der Oliver Schaut und es ist ein Logikspiel, ja, wo auf den ersten Blick sehr einfach, sehr simpel aussieht. Und die Regeln, die muss ich wirklich sagen, die Aufgaben, die sind auch wirklich ja überschaubar, auch was die Anzahl der Aufgaben angeht, ja mit 35 Missionen. Ja, man ist ja oftmals gewohnt bei Logikspielen so 45, 60, teilweise vielleicht so 75 Aufgaben, aber hier sind es 35 Missionen, ist die Frage, lässt sich das sehr schnell lösen? Ja, ich erkläre euch die Abläufe. Hier seht ihr immer die Aufgabenvorgabe. Das heißt, das lege ich jetzt, glaube ich, ihr seht es, glaube ich, auch noch von der oberen Kamera, seht ihr es. Ihr seht jetzt die Aufgabenvorgabe und seht jetzt, wie das zu machen ist, weil Aufgabe ist es, diese Anordnung, und zwar hier diese Anordnung, die ihr jetzt hier seht bei der ersten Aufgabe, hier umzusetzen in dieses Format. Das ist doch nicht schwierig. Allerdings müssen die Zahlen eine gewisse Abfolge haben. Das heißt, beginnt mit einer 1 und platziere ich eine 1, dann muss in der gleichen Spalte bzw. Reihe dann die nächste Zahl, also die 2, dann kommen, immer ausgehend von dieser Zahl. Deswegen demonstriere ich das euch als Beispiel. Ich nehme jetzt auch quasi eine der ersten 4 Starteraufgaben, um das euch ein bisschen zu zeigen. Dann bekommt ihr auch ein Gefühl und wisst durchaus, ob das Spiel was für euch ist, weil es ist schon einige Herausforderungen. So, das ist die erste Aufgabe. Hier seht ihr es also und da liegen genügend, ist auch einer extra dabei, schwarze Spielsteine und das ist toll, diese lassen sich hier in den Mulden hinterlegen, weil die bleiben auch fixiert. Die größeren, die kann man drüber schieben. Also da hat man auch einiges mitgedacht, was das Spiel angeht und jetzt legt ihr erst einmal diese Steine, wie angegeben, hier hinein. So. Und die anderen beiden, die lege ich hier. Den anderen Stein, den benötige ich jetzt gar nicht. So sieht das dann aus. So, von meiner Richtung, beziehungsweise jetzt sieht es doch von der anderen Seite. Jetzt muss ich natürlich anfangen mit der 1. Und man muss natürlich auch auf die Farben achten, weil von jeder Farbe, also jede Farbe ist dreimal vertreten, auch was die Zahlen dann angeht. Das heißt, die 1 ist die Farbe gelb und man sieht auch gleichzeitig das Muster. Dann wäre es ja viel zu einfach. Das Muster, wo ich denn hier hinlegen muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die 1 lege, dann könnte ich hier die 2 legen und hier die 2 legen. Man muss natürlich auch hier schon ein bisschen im Voraus dann denken, wie die Anordnung ist, weil die 2 wäre jetzt hier eine Orange. Da muss man schauen, passt das denn von der Anordnung? Und da muss ich natürlich auch verschiedene Bereiche berücksichtigen. Ich habe natürlich, bin schon über, ja, bei der Hälfte bin ich jetzt etwa der Aufgaben angelangt. Und wenn ich jetzt hier mit der 1 anfänge, dann hätte ich zumindest eine gute Ausgangsposition, was unten angeht, aber auch was der linke Bereich dann angeht. Die 2 wäre dann orange. Und ich muss natürlich auch überlegen, dass hier 2 mal orange schräg sein soll. Das heißt, wenn ich hier die 2 lege, sollte hier nachher die 6 liegen. Ja, erste Aufgabe zum Kennenlernen. Also es hat nur 35 Aufgaben, aber ist gleich knackig. So, das heißt, die 2 lege ich jetzt hier. Was könnte ich jetzt machen? Die 3 hier oben macht keinen Sinn, weil da will ich ja raus. Das heißt, wir sind ja bei den ersten Aufgaben, die 3 lege ich jetzt hier. Jetzt bei der 4, da habe ich ja gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, die 4, die muss ich ja hier hinlegen. Die 5 muss ich logischerweise auch hier hinlegen. Die 6, da bleibt mir ja auch nichts übrig. Da wäre auch übrigens schön gewesen, wenn man so einen Punkt dann vielleicht noch hinterlegt, was die Zahlen dann angeht. Die 6 und die 9 beispielsweise. Hier habe ich die 6 und ja, jetzt überschreiten
überspringe ich, beziehungsweise ich gehe zum nächsten Feld und das wäre hier die 7. So, jetzt muss ich aber nicht mehr noch kontrollieren, dass das auch alles passt. Das heißt, ich habe jetzt hier die zwei Orangen, ich habe jetzt hier Gelb, Blau und Grün, das wird jetzt hier angezeigt und ich habe Gelb und Grün, das wird unten angezeigt. Uhuhu. Ja, das war die erste Probeaufgabe zum Kennenlernen. Ihr wollt ja auch immer die eine oder andere Gameplay-Sequenz. Ich nehme das jetzt einfach mal als Gameplay-Sequenz. So kommt ihr auch rein. Ich möchte euch natürlich auch nicht zu viel verraten, was die weiteren Aufgaben angeht, aber das ist das Probelevel. Und es geht natürlich weiter. Ich zeige euch hier natürlich weitere Aufgaben. Und sie geht es natürlich dann auch weiter, was die Aufgaben angeht, die Vorgaben angeht. Und das wird alles hier in den Abläufen dann auch beschrieben. Also durchaus eine Herausforderung. Wer da nicht weiter weiß, der nimmt sich dann einfach hier dieses Heftchen und spickt vielleicht mal ganz kurz rein, weil hier werden ja glücklicherweise die Lösungen angezeigt. Also wenn man wirklich nicht weiter weiß, dann kann man ja kurz einen Blick riskieren. Ich schaue mal, ob das jetzt auch stimmt, was ich gemacht habe. Was die erste Aufgabe angeht, das passt. Das heißt, diese Aufgabe habe ich gelöst. Und so startet ihr quasi mit den ersten Probeläufen, bis ihr dann in die richtigen Anführungszeichen Aufgaben einsteigt. Und dann spielt ihr einfach, solange ihr Lust habt. Ab 10 Jahre ist ja angegeben, merkt ihr auch, durchaus knifflig. Aber das sind die alle Abläufe. Habt ihr dann alles gespielt, dann könnt ihr es teilweise auch wieder rausholen. Oder ihr kippt dann einfach das Brett und holt die Steine dann wieder heraus. Habt dann übrigens, das habe ich noch gar nicht gezeigt, alles wieder in dem Säckchen hinterlegt. Und könnt es dann alles wieder super in der Box verstauen. Und damit bin ich beim Fazit. Doch an dieser Stelle ein kurzer Cut, weil 10 Jahre steht hier drauf. Solo-Spiel. 10 Jahre. Es gibt jetzt doch ein paar Informationen, ein paar Anmerkungen, auch was den Spaßfaktor angeht, für wen dieses Spiel ist. Also, Sisal ist auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Spiel. Das ist man gewohnt bei Gerhard Spiel und Design. Die haben auch ihre Messlatte recht weit hoch gesetzt. Vieles in Handarbeit. Dafür zahlt der ein oder andere gerne den ein oder anderen Euro mehr. Ich glaube, die meisten, ihr dürft es gerne hinterlegen, haben Einkäufe oder sonstiges bisher nicht bereut. Auch was die letzten Spiele dann angeht, sehr erfolgreich bei Gerhard Spielen Design gelaufen und ab und an gesellt sich auch mal so ein Solospiel dazu. Ein Solospiel ab 10 Jahre zeigt also durchaus an, es ist nicht so einfach, dieses Spiel. Und nein, es ist nicht so einfach. Ich bin bei der Hälfte etwa der Aufgaben. Die Alina, meine Tochter, hat jetzt auch angefangen zu spielen und hat auch gedacht, oh, gar kein Problem, 35 Aufgaben löse ich ja in wenigen Stunden, so hätte ich es jetzt einfach mal gesagt. Nein, so einfach ist es nicht. Und ja, sie hat schon bei den ersten Aufgaben etwas länger überlegen müssen. Klar, es sind ja auch nur so die 35 Aufgaben hinterlegt, in Anführungszeichen. Aber wenn man diese Aufgaben nicht innerhalb von Minuten dann löst, und das ist hier zumindest bei den ersten Aufgaben, kann man es schnell lösen. Aber umso weiter man vorangeht, dann braucht man doch ja 20, 30 Minuten teilweise pro Aufgabe. Also es lässt sich nicht so schnell lösen, dass man sagt, komm, das habe ich in 3-4 Tagen dann durchgespielt. Das ist es nicht, wäre ja auch schade für das Spiel. Es ist ein Spiel, aber wo durchaus viele Personen dann anspricht, also auch Erwachsene, aber auch jene, welche, wo gerne Logikspiele mögen, die auch gerne also mit hochwertigem Material dann gerne spielen. Das bietet natürlich dieses Spiel und es ist schon spannend und ich hätte nicht gedacht, dass es so knifflig ist. Weil ich habe es, muss ich ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, wenn ich diese schwarze Steine reinsetze, dann sind noch ein paar Löcher dann übrig. Die Zahlen mit der Anordnung, das stellt ja gar kein Problem dar. Nächstes freies Feld, immer Reihe und Spalte beachten, das ist doch easy. Nee, das war wirklich nicht so einfach und ist nach wie vor nicht so einfach. Und ist eine wirklich schöne, knifflige Herausforderung, die ich mich gerne stelle und wo es abends oder nachmittags bei der einen oder anderen Aufgabe durchaus Spaß macht, mal wieder ein Sisal rauszuholen und einfach mal eine halbe Stunde vielleicht zwei Aufgaben zu lösen. Dafür ist das Spiel gedacht und das ist ein Spiel, wo man durchaus in der Familie dann weitergeben kann. Und wenn man das liegen hat, einen hohen Aufforderungscharakter hat das Material sowieso, dass man Freunde, Bekannte, welche zu Besuch sind, wenn die das sehen, da ist man schon in eine Form fasziniert und spielt und nimmt sich erstmal das Brett und stürzt sich auf die einzelne Aufgabe. Also der Reiz ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da. Klar, ich spiele solche Spiele gerne. Gut sind auch die ganzen Erklärungen, die hier hinterlegt sind. Was die Abläufe angeht, ist auch gar nicht mal so schwer.
und ein separates Lösungsheft, das nochmal darzustellen, das ist wirklich top. Klar, das muss man natürlich haben und das gehört bei solchen Logik- und Denkspielen auf jeden Fall dazu. Ob es jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal eine Lösung dann gibt, da ist immer eine Lösung angegeben. Ihr könnt es ja selber kontrollieren, beziehungsweise ihr könnt die Zahlenfolge dann selber kontrollieren. Bisher hatte ich da keine Probleme, muss aber ehrlich dazu sagen, dass ich bei der einen oder anderen Stelle auch schon mal ein bisschen spicken haben müssen, weil ich dann doch nicht weitergekommen bin. Finde ich jetzt nicht tragisch, bevor man sich hier die Zähne ausbeißt und dann sagt, oh Gott, ich komme hier gar nicht weiter, hänge schon 2 Stunden bei dem Level. Das kann je nach Level, findet der eine oder andere das schwieriger, der eine oder andere dann auch leichter. Ja, das Spiel, wenn ihr Interesse habt, vielleicht habt ihr es schon gespielt, ihr dürft es gerne auch in den Kommentaren hinterlegen oder was jetzt euer Eindruck ist zu diesem Spiel. Teilweise bekommt ihr es im Handel, nicht überall, über die unten genannten Links, nicht überall. Meistens verweise ich auch direkt auf den Verlag, auf den Shop, da könnt ihr auch die Spiele dann direkt bestellen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Viele dieser Spiele habe ich euch auch schon vorgestellt, schaut einfach mal rein. Da gibt es so viele tolle Spiele, abstrakte Spiele. Und der Vorteil bei diesen abstrakten Spielen ist einfach, dass man sie auch nach 10, 20, wenn nicht sogar 30 Jahren wieder spielen kann, weil in der Form, in der Gestaltung, der abstrakten Spielweise, was man da macht, bleiben sie auch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte attraktiv. Und das zeigt sich bei vielen Spielen, die ich auch schon ja jetzt mindestens 10 Jahre, wenn nicht so länger habe und ab und an immer gerne auf dem Tisch landen, auch wenn wir schon eine Vielzahl an Spiele hier haben und ich euch schon eine Vielzahl an Spielen vorgestellt habe. Ja, das sind Kürze, das sind Länge, doch ein bisschen ausführlicher das Fazit, aber ich denke, ihr wisst durchaus, ob das Spiel da auch was für euch ist, deswegen auch Demonstration jetzt als Beispiel und ja, ich bin mal gespannt, wie die Reihe weitergeht, was neue Spiele angeht. Wie gesagt, jetzt sind sehr viele Spiele online, sehr viele Videos vom Verlag, dann wühlt euch einfach mal durch, habt Lust und ja, schaut einfach mal, ob das eine oder andere für euch dabei ist. Das in Kürze, das in Länge. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.